Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Studio Winter. Du bist der Groschi. Moin. Und ich bin der Kumpel. Hi. Und wir haben euch heute mal wieder einen Bauernhof mitgebracht. Davon haben wir in letzter Zeit eine ganze Menge. Aber sie gehören zum Mittelalter eben auch dazu. Die meisten Leute waren Bauern. Na, richtig, richtig. Richtig, richtig, sagt er. Huch, ich habe Gras im Gesicht. So kann ich besser gucken. Wir sind hier in Rottgau. Da drüben ist die Mühle, die kennt ihr schon. Dahinter ist der Schafzüchter. Der hat da hinten auch seine Weide. Die seht ihr da. Mäh. Und da ist die Wasserburg Goldstein. Unser schönes Schätzelchen. Hallo. Und wir sind jetzt hier zu Gast. Ja. Ja. Das sind wir. Magst du nicht? Oh, wie süß. Ein Groschi im Kornfeld. Und der ist niemals unfroh. Unfroh? Unfroh. Warum schon? Ja. Oh. Ich starte mal in den Himmel. Yay. Wie jetzt? Was soll denn das? Ne, erstmal die Arbeiter zum Arbeiten anheuern und dann hinsetzen. Ah ja, du bist ein Delegator. Dieses Gebäude hier ist übrigens vom Aventus und innen drin komplett leer. Wenn ihr es sehen wollt, muss das einrichten. Die haben es doch gerade gesehen. Naja, aber nicht so richtig. Naja, egal. Könnt ihr ja bei der MC Corporation mal hinschicken, eine Beschwerde, dass das Gebäude nicht eingerichtet ist. Was meinst du? Wäre das eine Maßnahme? Lustig. Gell? Ja, fliegen wir mal hier rum. Summ, summ. Ich bin ein Bienchen. Oh, das Gebäude steht hier bis an den Fluss ran. Der Fluss geht übrigens da drüben ja auch noch weiter. Um das mal so zur Kenntnis zu nehmen. Wer die Staustufe runtergeladen hat, aus der Moderne, erkennt vielleicht diese kleine Insel in der Mitte wieder. Ich glaube, die gibt es da auch schon. Ne, die gibt es nicht, aber die hier gibt es auf alle Fälle. Hier die Insel ist unverändert. Die gab es auch schon mal in der Neuzeit. So, und da sehen wir hier den Bauernhof, der ist so ein bisschen wehrhaft. Und hier haben wir den Weihnachtsengel auf der Tanne schon. Das ist ein goldener. Das G steht für goldener Weihnachtsengel. Hä? Wie? Hä? Ja. Da können wir reingehen, wa? Okay. Hui. Butz. Guten Tag. Ja, hier haben wir einen schönen Hof. Kleiner Hof. Da oben. Ja, da sitzen die Hühner auf den Strohballen und da hinten. Oh Gott. Ich glaube, die haben gerade geschlachtet, Groschi. Guck mal hinter den Stamm. Oha, wohin hast du die Katze noch in den Daumen? Aber das erklärt einiges. So. Ja, das erklärt einiges. Oha. Das ist auch noch was Witziges. Guck mal da rein. Da hat jemand ein Ei gelegt. Der ist auch noch drauf. Da ist besetzt, da kann ich nie hin. Okay. Dann liegt Holz, da wird's gelagert zum Verbrennen, also zum Ofen und so natürlich. Mein Vater hat immer meckert, ich soll nicht auf dem Holzhaufen spielen. Das tue ich doch auch, das weißt du doch. Du verbrichst dir noch den Knöchel. Boah, das ist mal so ein Ding weggerutscht, wo ich drauf war. Das war Action. Ja, ich weiß. Das hast du nicht schon nachmachen, was. Nicht nachmachen. Nein, 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 nein. So, wollen wir ins Wohnhaus gehen? Okay. Hallo? Wir, glaube ich, machen erst die Wohnstube, dann gehen wir kurz durch den Stall. So. Ja, ja, gut. Diesmal hast du einen sauguten Grund, dich in dieses Becken zu setzen. Na dann, Mahlzeit. Hier ist ein Tischchen und hier steht auch ein Käse, ein schön leuchtender. Und hier haben wir die Besenkammer. Oh, mehr aus Fenstern gucken, war doch immer die Rede von. Da hinten macht irgendein NPC irgendwas. Ich will es gar nicht wissen. Das habe ich mir abgewöhnt. Mhm. Hier hat der Bauer übrigens seine Stallkleidung hängen.
Ja. Das ist Chris Harald. Was? Das ist Chris Harald. In die Zeilen stehen drauf. Ja, das ist ein bekanntes Modelabel im Mittelalter. Oh, hier ist die Werkelecke. Oh ja, hier ist die Werkelecke in dem Ställchen. Da kann man werkeln. Du musst mal versuchen, die auf der Kante aufzuschauen und rauszugucken. Ich bin gerade gehüpft, das ging auch ganz gut. Oh, schön. Und nicht schräglich gucken. Ja, ja. Hübsches Ding. Huch. Hast du noch ein Fenster entdeckt? Ja. Ja, hier oben ist der Heuboden. Und von da aus kann man die Tiere füttern. Da sind Moos. Moos sind da, genau. Apfelmus und Pflaumenmus und... Was denn? Was? Mir wird bei der Person sehr wünscht. Was wäre dir rausgerutscht? Jetzt auf, raus damit. Nee. Doch, du kannst doch nicht immer die Zuschauer so. Du lass dich hier kaputt und die armen Zuschauer. Das geht doch nicht. Oh, doch. Junger Mann, das könnten wir nicht machen. Da muss ich dich herunterstoßen. Das ist... Weil du nicht... Ich stoße dich da runter. Nein! Oh. Beachte meine nicht vorhandene Körperlichkeit. Die gibt's erst ab der 1.9. Tschö. Hui. Gibt für die 1.9 auch schon Conquest. Krumm halt. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir wollten noch in den Stall. Da können wir da wieder reingehen. Du bist auf die Katze getreten. Zu dem Moose. Zu dem Moose. Du bist auf die Muschel getreten. Ja, nix gemacht. Hat nie weh. So, da sind die Schweinchen. Da seht ihr, da oben kann man Schweinchen füttern. Hm? Quiekesäu. Schweinebacke. Ja. Quiekesäu, Schweinebacke. Und hier sind die bereits bezeichneten Mumus. Wenn ich könnte, Groschi, würde ich jetzt ein Facepalm mit meiner Figur machen, aber ich kann nicht. Ja, ich kann einfach nicht. Kein Facepalm. Apfelmus, Zwetschgenmus, Mumus. Ferkel! Oh, du Wave, du! Ach, du bist so süß. Wo willst du hin? Raus. Frische Luft. Da kriegst du mal Katze. Ja, die guckt. Pipi wegwisch. Ja, besser ist das. Sowas will ja keiner im Gesicht. Jetzt. Wir können jetzt nach oben gehen, der Herr. Wenn sie denn ihre Kontenance wieder gefunden haben. Ja, ich weiß ja nicht, was du die ganze Zeit rumlachst. Ich lach doch gar nicht. Das hier ist eine schöne Fensterbank, wie man die nennt. Ja. Die gab es im Mittelalter sehr häufig. Sehr schick, sehr schick. Und da kann man auch schön am Winter gucken. Oh. So, dann haben wir hier das Schlafgemach unserer freien Bauersleut. Die haben ja auch ihre Klamotten so schön stehen und hier wieder einen atemberaubenden Blick. Also schon ein sehr schönes, helles Haus, ne? Hier oben zumindest. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, ob man die Musik hört von hin. Nein, aktuell nicht. Das ist sehr gut. Und hier haben wir einen echten Holzofen, so ein Poller-Dingens da, so ein, ne? Ja. So ein Heizegerät. Also die haben sich echt was kosten lassen. Müssen erfolgreich sein mit dem, was sie hier tun. So, das erste Zimmer gehört den Knechten und das zweite den Kindern.
Jetzt geht's wieder los. Geh mal zur Seite, Freund. Andere Seite. Oh. Hier gibt es zum Beispiel ein Kuscheltier für die Kinder, einen Groschi-Bären. Ne, hab ich mal so gebaut. Das ist der Groschi-Bär. Sie nennen ihn auch Mu-Bär. Komm, der winkt. Ja, ich hab's gesehen. Aber an dem Bären könnte Wave die Hebel gar nicht nach oben machen. Da ist nämlich nichts zum Auslaufen. Die würde sie wahrscheinlich dann nach unten machen, weil er sich dann am Boden festhält oder so. Aber ihr seht, der Spielwert dieses Kuscheltiers ist sehr hoch. Und die Hände in die Höhe. Die Hände zum Himmel. Ach ja, schön. Ach, Groschi, komm doch mal her. Hier. Man beachte auch die Schnitzereien an der Blende. Ja, nicht, dass sie zu kurz kommen. Ja. Oha, das sieht merkwürdig aus mit dem Bild gerade. So, das war's mit diesem Gebäude auch schon. Gott sei Dank. Wir können jetzt nur noch rüber zum armen Bauern gehen, wenn wir noch was weitermachen wollen. Falls du dazu irgendwie Lust hast. Das Konzept armer Bauer, reicher Bauer hatten wir ja schon mal irgendwann. Willst du gegenüber zum armen Bauer? Den haben wir zwar nicht gecheckt. Das ist übrigens der Bauer, wo wir drin waren, als du irgendwie eine Felsplatte auf die Hand gelegt hast. Ja, gegen World Edit. Das war so dubios. Er machte eine Tür auf und wir waren eingemauert. Und dann haben wir alles wieder weggeklöppelt und er hat die Tür wieder aufgemacht und wir waren wieder eingemauert, weil er nicht wusste, dass er eine Felsblatt auf der Hand liegen hatte. Da hatte ich auf der Hand den Befehl Zylinder, wusste aber nicht, dass ich den auf der Hand habe und wollte die Tür auf den Steine. Jedes Mal waren wir eingemauert und jedes Mal, also wir haben es glaube ich dreimal gehabt, dass wir eingemauert haben, waren, bevor dir eingefallen ist, dass du dir ja was auf die Hand gelegt hattest. Oh, guck mal, oldschool. Ja, oldschool, da muss ab und zu mal sein, oldschool. Wir sind immer in Minecraft. Oben rein, unten rein? Also hier unten ist ein Klo. Das riecht streng. Das sieht nicht mehr so schick aus, du. Nee. Uah. Pfui. Ja. Wir können erst nach oben gehen, ne? Ja. Okay. Was ist? Naja, Mittelalter waren Türen gar nicht so häufig. Was gibt's? Was willst du hier auch absperren? Wer soll denn sich hier bedienen? Gibt ja nichts Besonderes hier. Da sehen wir nochmal den Bauernhof von eben. Ups. Hallo, ups. Bauernhof. Bahnhof! Wir sind vom Fernsehen, Bauernhof. Wie verbalgt? Verbalgt? Ja. Oh ja. Das ist sehr verbalgt. Ich glaube, das Dach stürzt so leicht nicht ein. Mäh, ihr Schafe. Da hinten ist auch der Schäfer, siehst du? Also der Schafzüchter, der rennt da hinten rum. Mhm. Schweinebacke. Ja, hier gibt's, der hat eine kleine Schweinezucht. Das ist also wirklich Wohlstand, den die hier wieder mal haben. Unser Mittelalter ist ja nicht so armselig, wie es Mittelalter in Wirklichkeit war. Oder in Teilen war es, muss man ja sagen. Es gab auch damals Wohlstand und gute Zeiten. Es war nicht alles düster. Aber wir bauen doch tendenziell eher immer ein bisschen... Wir sind ja auch in Minecraft ja Mittelalter. Wir sind in, ja, außerdem bauen wir nur noch Mittelalter Art. Und, Bocklebock. Was ist das? Was? Da hinten in der Ecke, was ist das? Was? Das! Das? Das! Wer hat das gebaut? Hässlicher Brunnen kommt von mir. Eine Lüge! Wer ist mir? Sabotage! Wer ist mir? Wer ist mir? Hallo. So. Wo kommt dieser Brunnen her? Dadurch, dass Brunnen groß geschrieben ist, war ich das definitiv nicht. Hinter dir, der sagt was anderes. Oh, brüll mich nicht an! Mit deinem Messers. Brüll mich nicht an mit deinem Messers. Jo, gut. Ich hab keine Idee, wer diesen Brunnen gebaut haben könnte, ehrlich gesagt. Also, liebe beteiligten Partnerkanäle oder befreundeten Kanäle, wer auch immer es war, melde sich bitte mal.
Wir haben einen Brunnen gefunden, dessen Besitzer wir nicht kennen. Was soll das denn jetzt sein? Was ist das da oben eigentlich? Ein Eimer? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch der Wassersammeltrichter sein, wo das Wasser durch das undichte Dach in den Brunnen platscht. Ich sag Eimer. Ja, wir müssen noch ins Haus rein und langsam müssen wir uns beeilen. Ich wollte nicht 20 Minuten. 20 Minuten reichen. Brüll doch nicht so, ich hab den Ton so laut. Oh, ich nicht. Babbelim, Babbelow. Oh, ich muss den Ton leiser machen. Ich werd hier nur angebrüllt. Also, hier haben wir die Wohnstube. Wie gesagt, das ist nicht ganz so ein reicher Bauer wie der andere, aber schöner das auch. Mit einfachen Mitteln. Wer hat denn da mit Fäden gearbeitet? Naja, ich wahrscheinlich. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich hat gerade einen Namen. Oh! Er hat mich auch angeschrien, du hattest recht. Sag ich ja. Und. Oh, Dachboden. Hier haben wir eine Kinderstube für ein Kinder. Und hier haben wir eine Schlafstube für. Nee, das hat nicht geklappt. Ich brauche mal eine Hand. So, jetzt aber. Wahrscheinlich ist es noch Erbe unserer. Ich laufe hier durch und. Ja. Ich kann dafür nichts, meine Hand war verflucht. Das war. Ja, stimmt ja. Ich sag ja gar nicht, dass du das dafür kannst. Und die haben auch sogar einen Ofen im Schlafzimmer. Hier wird's kalt am Meer im Winter. Na, eigentlich ist da milder. Vielleicht ist das diese Nasskälte, warum die Öfen haben. So, und hier oben ist ein kleiner Dachboden. Der ist halt so gedachbotet. Wo? Hier. Da seht ihr auch die perfekte Aussparung im Dach. So dass man gut nach oben kommt und reinkommt. Ja. Ja. Ui, ui. Ah, so. Jetzt sind wir aber wirklich fertig. Jetzt habt ihr sogar noch einen Bonusbauernhof sozusagen bekommen. Rösch, ich warte am Blumenkasten auf dich. So, ihr Lieben. Dann sage ich ein ganz großes Danke dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Besucht uns bei Facebook, bei Blend Minecraft, bei Twitter, bei den Gamern. Wir sind bei Twitter. Mhm. Mhm. Und wo noch? Wo noch, du Freu? Warte. Nicht hetzen. Twitter, Blend Minecraft, Facebook, YouTube, Google Plus. Da auch, ja, so, ne? Ja, hier wieder. Ja, und auf jeden Fall wieder hier. Ja, GG, Groschi, GG. Also, Good Groschi heißt das, ne? Ja. Nicht, dass ihr glaubt, das heißt Good Game, das heißt Good Groschi. Dann sag ich Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.